Damit ein herzlicher Hallo, liebe Leute, auch meine schöne Grüße euch natürlich wie immer recht herzlich. Heute geht es um ein Fazit von mir zu der Open Beta Call of Duty, the BW2. Und im Hintergrund, um es mal vorwegzunehmen, habe ich drei Karten ausgewählt, die ich gespielt habe. Ich habe mit drei verschiedenen Waffen gespielt und habe mal so eine Sache gewählt, dass ich euch mal eigentlich so mal nicht ein gesamtes Let's Play von Spiel zeige, sondern einfach mal euch mal einige Kills zeige. Ich hoffe, euch gefällt das trotzdem, dieser Zusammenschnitt, und kommen wir zum Fazit zu der Beta von COD WW2. Es gab ja dort vier Karten und es war zum einen die jetzt gespielte Aachen-Map, dann kam Point of Hook, glaube ich, wie sie hieß, so Ardennen Forest, diese beiden Karten seht ihr hier noch, und Gibraltar, diese Karte, Gibraltar wurde ja in dieser Map-Rotation, die man sich ja nicht so wählen konnte, ja, das wurde ja eine beliebige Karte ausgewählt. Man hatte ja nicht die Möglichkeit von zwei Karten, wie es ja eigentlich üblich ist, bei COD eine zu wählen, die man hätte gerne spielen wollen. Das gab es nicht. Es wurde einfach mal eine Karte genommen und die musste man dementsprechend spielen. Es kam mitunter auch mal vor, dass man die Breiter hintereinander 4 bis 5 Mal spielen hätte können, wenn man hätte es gewollt. Ich wollte es nicht. Zu den Maps, sagen wir mal so, viele Spieler haben sich ja geäußert, und es gibt ja auch einige Videos auf YouTube zwecks den Meinungen dieser Spieler, und ich bin eigentlich nicht so der Meinung, wie viele waren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Open Beta ja so schlimm war. Ja, da kann man geteilter Meinung sein. Ich bin doch jetzt nicht derjenige, der jetzt diese Open Beta COD zerreißen möchte. Nee, das ist halt eine Open Beta gewesen und wir sollen zufrieden sein, dass wir die spielen konnten über 4 Tage. Angefangen, warte mal, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Sonntag, Montag, 5 Tage, entschuldige bitte. Man konnte die Open Beta ja 5 Tage spielen. Da soll man einfach mal zufrieden sein und die kostenlos. Ja, man brauchte sich ja noch nicht mal das Spiel vorbestellen. Ja, man hatte wirklich die Möglichkeit, diese Karte, nicht, dieses Spiel, ja, die Karte, die bei hier sind, ist bei Dirk, 5 Tage konnte man ja die Open Beta spielen. Bei mir ist natürlich das Problem gewesen, ich bin ja von Hause aus Hardcore-Spieler. Ich hätte mir bei der Open Beta gewünscht, wenn es vielleicht den einen oder anderen Hardcore-Modus gegeben hätte, was hier nicht möglich war. Also, es wurde hier nur Softcore gespielt und das regte mich eigentlich auch ein bisschen auf, weil man wirklich 4 bis 5 Hits brauchte, um halt den Gegner tot zu bekommen. Das regte mich echt ein bisschen auf, ja. Und da sind auch verschiedene Sachen gekommen dazu, wie kleine Lags und so. Und ja, das fand ich auch nicht so schön. Von der Grafik her sagen wir mal so, das ist ein COD. Das ist wirklich ein COD. Und auch, ich komme ja ab und zu mal zu den Meinungen zurück von den Spielern, die sich ja auch dazu geäußert haben. Warum eine andere Engine benutzen? Warum sollte das passieren? Ich weiß nicht, viele wollen eine andere Engine, viele sagen, die Maps sind zu klein, und ich bin halt nicht so der Meinung. Ein COD sollte so sein, wie ein COD ist, ohne diese Grafik, die man halt bei den Vorgängern hier gesehen hat, ja, wie Black Ops 3, Infinity Warfare, Advanced Warfare, das sind hier Grafiken, da braucht man ja wirklich einen High-End-PC, um halt irgendwann mal irgendwie das COD spielen zu können. Die Grafik reicht für ein COD aus, ist meine Meinung, ja. Und die Karten sind zu klein. Na, sind nicht so klein. Das ist, weiß ich nicht, was ist ein klein? Das ist relativ gesagt, ne? Freut euch auf Maps, die kommen werden. Es sind Maps geleaked worden. Ja, es sind kommen leider nicht so viele Karten noch hinzu. Ich glaube, 4, 5 Karten sind es noch, die hinzukommen. Oder 6 Karten, weiß ich jetzt nicht genau. Also, wir werden ziemlich wenig Karten hier bei COD WW2 haben. So ist mein Stand der Dinge bis jetzt. Und, weil, wie gesagt, die Informationen, die ich euch hier zukommen lasse, sind eigentlich auch nur mehr oder weniger von jemandem, den ich gerne zuschaue. Möchte ja auch den Namen jetzt erstmal nicht sagen, ich denke mal, das möchte ich nicht machen.
Will ich auch keine Eier irgendwie Werbung machen für jemanden, das, nee, das mache ich nicht. Und ja, wie dem auch sei, werden halt diese Karten noch hinzukommen. Quarantan zum Beispiel ist eigentlich eine Karte, die halt ein COD-Veteran kennt von früher, die hat es schon mal gegeben. Ich möchte aber jetzt nicht dazu noch was sagen, welche Karten das sind. Ich weiß, welche Karten das sind, aber das ist ja jetzt nicht hier Thema des Videos. Thema des Videos ist mein Fazit dazu. Im Endeffekt muss ich sagen, sind die letzten zwei Tage unter aller Sau gewesen. Es wurde nur gescheatet, was die Open Beta in meiner Hinsicht halt sehr, sehr schlecht aussehen lässt zum Schluss. Und das müssen sie ändern. Ändert das, cheat da raus, bringt einen Hardcore-Modus mit drin, viele Sachen dabei und dann ist es gut. Dann wird's ein geiles Spiel. Ciao.